In einer Ära, in der das Thema Drogenpolitik in Deutschland heiß diskutiert wird, tritt Dr. Volker Ulrich der CDU-CSU vor den Bundestag. Vor allem, um seine Bedenken gegen die Cannabis-Legalisierung deutlich zu machen. Mit einem festen Standpunkt gegen die Legalisierung wirft er einen kritischen Blick auf den vorgelegten Gesetzesentwurf und betont die potenziellen negativen Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung, insbesondere bei der jüngeren Generation. Dr. Ulrich sieht eine Dissonanz zwischen den Präventionsbemühungen und der Legalisierung von Cannabis und stellt die Priorisierung des Gesundheitsschutzes gegenüber der Freigabe von Suchtmitteln in Frage. In seiner Sicht könnte die Legalisierung den Schwarzmarkt beflügeln und die Strafverfolgung erschweren, insbesondere in Bezug auf den Handel mit jüngeren Menschen. Er ruft auch zu einer genaueren Betrachtung des internationalen und europäischen Rechts auf, das für ihn in seinem Blick in Konflikt mit dem vorgeschlagenen Gesetz stehen könnte, was übrigens im nächsten Vortrag von Dirk Heidenblut revidiert wird, denn Dirk Heidenblut sagt, durch Säule 1 und 2 wird es eben genau europäisch konform gemacht. Mehr dazu im nächsten Video. Zurück zu Dr. Volker Ulrich. Er betont die Notwendigkeit, andere dringende gesellschaftliche Themen in den Vordergrund zu stellen. Aber seht selbst. Ich muss schon sagen, für einen Drogen- und Suchtbeauftragten der Bundesregierung war das ein enttäuschender Auftritt, Herr Kollege Plinert. Sie haben vor allen Dingen auch diejenigen enttäuscht und vor den Kopf gestoßen, die seit vielen Jahren für Aufklärung, Gesundheitsschutz und Drogenprävention einstehen. Ihre Arbeit wird dadurch entwertet. Cannabis ist eine Droge, eine psychoaktive Substanz, die bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen bis zum 25. Lebensjahr die Gehirnentwicklung nachhaltig schädigen kann. Eine Teillegalisierung ist falsch. Mediziner warnen davor. Und es widerspricht allen Bemühungen um Prävention und stellt sie vor eine unlösbare Aufgabe. Einerseits vor dieser Droge warnen zu wollen und auf der anderen Seite der Teillegalisierung das Wort zu reden. Damit verbessern Sie nicht den Jugendschutz. Das ist eine Täuschung. Herr Gesundheitsminister Lauterbach, Sie müssen sich entscheiden und Sie müssen der Öffentlichkeit darlegen, ob Sie auf der Seite des Gesundheitsschutzes und der Prävention stehen oder auf der Seite der Freigabe von Drogen. Das erwarten wir von Ihnen. Mit diesem Gesetz wird auch ein gesellschaftliches Klima geschaffen, dass der Konsum von Cannabis noch normaler wird. Damit wird eine Nachfrage nach dieser Droge generiert. Diese Nachfrage werden Sie nicht in den Social Clubs decken können, sondern Sie werden ein weiteres Anwachsen des Schwarzmarktes als Antwort bekommen. Das ist unverantwortlich. Erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Die Linke von Atish Gültener? Ja. Die Frage muss ich doch noch stellen. Kennen Sie die guten Mafia-Filme aus den 20er, 30er Jahren? Da ging es sozusagen um Alkoholverbot, da die Mafia immer dafür gekämpft und Alkohol durchgedealt. Glauben Sie, die Menschen in den USA in den 20er Jahren haben gesünder vom Alkohol gelebt oder haben sie, als es kontrolliert wurde, ich vergleiche es jetzt zum Beispiel im bayerischen Reinheitsgebot, im deutschen Reinheitsgebot, meinen sie, Alkohol ist danach der Alkohol nicht ganz so schädlich gewesen? Und ich würde noch Transferleistung von Ihnen erwarten, würden Sie es beim Cannabis genauso sehen oder sehen Sie es da gegenteilig? Herr Kollege, das ist ein klassisches Ablenkungsmanöver. Sie lenken den Blick auf Alkohol dort, wo wir jetzt über die Gefahren von Cannabis reden müssen. Wir müssen darüber reden, dass in diesem Gesetz die Strafvorschrift für die Weitergabe von Cannabis an Minderjährige abgesenkt wird. Damit machen Sie es Strafverfolgungsbehörden schwerer und damit erleichtern Sie organisierte Kriminalität. Das ist der Kern unseres rechtsstaatlichen Kritikpunktes. Sie werden zukünftig weniger Handhabe gegen Dealer und gegen den Schwarzmarkt haben. Und das ist unverantwortlich. Mir macht auch Sorge, ist heute noch nicht angesprochen worden, wie leichtfertig Sie eigentlich mit zwingenden Vorschriften des internationalen Rechts umgehen. Mit diesem Gesetz verstoßen Sie gegen das UN-Einheitsabkommen gegen psychotrope Substanzen. Sie verstoßen auch gegen das Schengen-Übereinkommen und den EU-Rahmenbeschluss. Wir können keine Teillegalisierung von Cannabis vornehmen, die nicht völker- und europarechtskonform ist. Wir sollten uns an die Vorschriften des internationalen Rechts halten. Das steht unserem Land gut zu Gesicht. Dieses Gesetz ist in der Praxis nicht kontrollierbar, schafft weitere niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeiten in eine Droge, ist eine fatale Entwicklung für die Drogenprävention. Und die Menschen fragen sich, haben wir mit Medikamentenmangel, mit der Krise bei der Pflege, mit der Krankenhauslandschaft nicht größere Probleme, die wir jetzt angehen müssten, als eine Droge zu legalisieren? Herzlichen Dank.